Tim Wiese steht wieder im Tor. Ausverkaufte Saisons im Kreisliga-Derby zwischen Dillingen und Haunsheim. Ich habe keine Ahnung, ob es aufnimmt, denn anscheinend ist mein Bildschirm kaputt. Aber herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Heute sind wir auf einem Bolzplatz, mehr oder weniger. Trotzdem ist es sehr, sehr voll, denn Tim Wiese ist zurück im Tor. Wir sind beim SSV Dillingen, heute 8. Liga. Viel Spaß bei diesem Vlog. In der Liga steht die SSV Dillingen mit dem Rücken zur Wand. Man kämpft gegen den Abstieg, steht auf dem vorletzten Tabellenplatz und liegt schon 6 Punkte hinter einem Nicht-Abstiegsplatz. Sprich, ein Sieg ist eigentlich Pflicht und deshalb ist Tim Wiese da. Er spielt, weil ein guter Freund von ihm im Verein arbeitet und da hat er gesagt, komm, ich mach mit, ich hab Bock drauf, mal wieder Fußball zu spielen und das ist doch eigentlich die perfekte Gelegenheit. Und das am 1. April. Nein, es ist kein April-Scherz, aber Tim Wiese hat sich reingelegt und zwar in jede einzelne Situation, als ob es das Champions-League-Finale wäre. Der Ball kommt in die Richtung, das ist jetzt eine Chance und puh, gerade noch so. Aber es ist schon geil. Bundesliga-Torhüter, man sitzt 5 Meter davon weg. Warum kann man das nicht in der Bundesliga auch so machen? Karten fürs Spielfeld quasi sich kaufen. Mehrere Jahre lang stand ja Tim Wiese nicht mehr im Tor, aber das ist wie Radfahren, das verlernt man nicht. Das hat zumindest er gesagt. Der TSV Haunsheim hatte Fans mit dabei. Tja, und die hatten Grund zu feiern. 1:0 und da ging es in der Abwehr drunter und drüber. Also Tim Wiese hatte da überhaupt keine Schuld an dem Gegentreffer. Die Medien waren natürlich auch mit dabei. Der Bayerische Fußballverband, Sky, N24, Sport 1, die Bild und so weiter und so fort. Chancen haben die von Dillingen auch gesehen, aber das war alles nichts Handfestes. Meist eben lange Bälle nach vorne oder eben Standardsituationen, die aber auch nicht ins Ziel gingen. Also es fehlte immer so das letzte Quäntchen Glück. Auf der anderen Seite eben Haunsheim, die dann doch souveräner gespielt haben und das frustrierte Tim Wiese. Hat dann noch ein bisschen mit den Journalisten rumgescherzt und hat uns auch erzählt, ja, der legt gerne mal eine Wasserflasche auf die Linie, damit der Ball nicht ins Tor geht. Na, aber schaut mal selbst. Zu 2, die Sache damit eigentlich gegessen. Das hat natürlich an The Machine genagt. Zeit für Späße hatte er danach nicht mehr, stand noch da und überlegte sich, ja, was kann er denn jetzt dagegen unternehmen? Aber er musste eben den Ball halten, immer weiter und ja, da ist fast mal der Kameramann, nämlich ich, abgeschossen worden. Dann der Anschlusstreffer per Elfmeter, 1:2. Ja, und dann sollte es die große Stunde von The Machine geben. Er war vorne mit dabei, bei Eckbällen, bei Freistößen und dann einer letzten Chance noch aus dem Spiel heraus. Aber es sollte einfach nicht funktionieren und so die Niederlage. Was für ein Spiel. Wir sind hier gerade am Tor, dort wo Tim Wiese gerade noch vor 2 Minuten stand. Jetzt gibt es da hinten hunderte Interviews, aber das lohnt sich nicht, Leute. Das seht ihr ja dann auf Sky und so weiter und so fort. War ein heftiges Spiel. 2:1 dann doch verloren. 1:2, so sagt man es richtig. Tim Wiese, man kann schon sagen, also vielleicht nicht mehr Bundesliga, aber dritte Liga, das wird schon noch gehen. Ich fand es genial, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat der Vlog Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, gut Kick. So, jetzt machen wir es noch richtig. So, und ciao.